Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edna bricht aus, in der wir in den Wäschelift hineinspringen, um zu schauen, wo es sonst noch hingeht. Oh, Ladezeit. Können wir eigentlich mit dem Typen reden? Yay, wir können mit dem reden. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Natürlich. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Okay. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Sieht aber sehr eingezwängt aus. Worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Bierkleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Sieht man. Okay, schon. Oh. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Ach, das heißt, wir kennen schon alle 3 Ausgänge. Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Ja, krass, weil ich meine, es gibt den im Keller, dann den, wo wir gerade reingesprungen sind und dann den, wo der Typ mit den Fahrscheinen davor steht. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Könnt jetzt gleich werben. Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Oh. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Okay. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Besser wirklich. Mein empfindliches Gewebe. Okay. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Oh, jetzt werden wir da einfach rausgeworfen, oder wie? Oh je. Immer die Ladebildschirme und ich denke so, das Spiel ist abgestürzt oder sowas. Aha. Hilfe, Hilfe. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Oh, Gemeinheit, aber ich muss doch da runter. Kann ich irgendwas mit dem Typ benutzen? Kein Empfang im Wäschelift. Oh. Da kommt der nächste Ausgang. Nein. Okay, aber hier komme ich ja dann jedes Mal wieder rein. Wie komme ich denn dann raus? Ich muss da irgendwie runter. Habe ich nicht irgendwas Weiches? Topflappen, wow. Okay, ja, aber wir müssen hier ja sowieso raus. Hier wollen wir ja... Inwiefern wollen wir uns hier nochmal umgucken? Da ist die Bar und hier ist nochmal... Ah ja, der Fernseher mit Dr. Nock, oder? Müsste hier sein. Ah ne, andersrum. Hier ist der Bienenmann. Und auf der anderen Seite, hier müsste Toilette sein. Und die knutschen da immer noch rum. Und jetzt sagt ihr immer noch, ich störe sie lieber nicht. Lieber nicht. Okay. Warum nicht? Ach, halt die Klappe. Okay. Das heißt, hier drin können wir auch nichts anfangen. Dann gehen wir mal. Hier kommt man nicht hin. Irgendwie so weiter raus. Schade. Wie kommen wir denn dann da runter? Weil ich meine, das ist ja dann der nächste Schritt, oder?
dass wir da uns einfach runterfallen lassen. Oh, und wir müssen den ja irgendwie besiegen. Genau, damit müssen wir mit dem Alumann hier auch noch hier rauskommen. Wir brauchen einfach ein Kissen von dem Kissentypi. Können wir uns einfach ein Kissen von dem klauen? So, so. Oh nein, der redet ja immer so schnell. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Eigentlich nicht. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit? Ah, da ist ein Gold. Für eine weitere Niederlage. Eigentlich... Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher! Und nicht nur das! Das hatten wir aber auch schon mal. Ja! Naja, nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Das switche ich jetzt mal schnell durch. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich das klauen kann von dem, weil so kann es ja nichts werden. Ich ziehe dann mal wieder. Halt! Kann ich nicht... den Topf benutzen? Kein Hut, kein Bus, kein Abzählspiel, nur ein Topf. Doch, das ist ein Hut, weil der andere, der da drin hatte, auch einen Hut an. Asbestbeschichtete Topflappen. Asbestbeschichtet, geil. Da müsste Dr. Nock drin sein. Oh, da. Okay. Den gibt's immer noch, also mit dem kann man immer noch reden. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Ach, ich hätte sogar mit dem. Ich hab doch schon sein Flugticket. Und? Wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Halt. Leihst du mir dein Ticket? Das haben für wir den schon, Hatschlitz? Aber ich mach's trotzdem mal. Das geht leider nicht. Ich muss in meine. Ein Jammer. Okay, das ist komisch, weil das hatten wir ja eigentlich. Aber ich schau später gerade, noch mal vorbei. Wir können ja auch wenn gucken, die Welt ob wir... dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Ob wir hier irgendwie vielleicht mit dem Stuhlbein. Dieser Sessel hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Nein, aber ich will darauf landen können. Ich will das benutzen, um Pflanzenbecher, Lampe, Stuhl, Topfpflanze. Hier sind so viele Topfpflanzen. Habe ich die jetzt kaputt geschnitten? Jetzt nicht mehr. Vielleicht wenn wir... Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Oh. Oh. Oh, das bringt jetzt nichts, oder wie? Aber ich habe zu tun. Und werden wir es nochmal machen? Nein. Schade. Ich dachte irgendwie, wir kommen damit an, was Weiches zum Drauffallen. Aber offensichtlich nicht. Und da können wir auch nicht weiterlaufen, ne? Und das Schloss ist zu. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück, weil hier können wir dann eigentlich nichts weiter anfangen. Wir müssen eigentlich wieder nach draußen. Weil... Oh, wir könnten... Halt. Wir können eigentlich mal mit dem Alumann reden und fragen, ob das inzwischen besser geht mit seinem... Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Nein, den Kleiderbügel, den brauchen wir ja nicht. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Mach ich. Okay. Weil der... Kissenmann, der Blöde, hat mir ja alles geklaut. Das heißt, eigentlich können wir ja nur... Wir müssen uns da irgendwie reinfallen lassen. Aber ich weiß nicht wie. Ich meine... Herr Mantel braucht keine Therapie. Er braucht nur einen Tapetenwechsel. Natürlich braucht er eine Therapie. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, jetzt sind wir hier, wo ich nicht hin will. Ich meine, können wir hier noch irgendwas benutzen miteinander? Wir können Chips essen, wir können das leere Cocktailglas kaputt machen, wir können das Comic-Heft zerschneiden. Nein, Edna, aufhören! Du darfst Captain Unbrauchbars Abenteuer nicht zerschnipseln. Okay. Das wäre respektlos. Respektlos? Mit E? Harvey, ich glaube, Respekt schreibt sich mit E.
Wer benutzt schon die Texteinblendung? Oh, ich glaube, das hatten wir das nicht schon mal? Ich kann mich zumindest dran erinnern. Die Topflappen passen perfekt zu diesem Topf. Ne? Wenn er doch nur heiß wäre. Und jetzt was? Den Topf erhitzen? Ja, so muss es doch laufen, oder? Okay, das heißt, den brauchen wir dann, um das Gold zu schmelzen. Ach, ich weiß jetzt schon voll Bescheid, aber irgendwie fehlt mir gerade so das entscheidende Detail. Ich muss hier ja noch irgendwie rausfinden. Also ich muss mich irgendwie... Ich brauche was Weiches. Und in dem Flurende sind nur die komischen Ischen. Das heißt, ich gehe da jetzt einfach direkt mal wieder rein, weil... Sonst könnte ich ja... Oder? Was war hier denn sonst noch? Ich meine, da war ja nur... Genau. Das Wasser, was ich... Oh, warte. Ich mach die jetzt alle an. Hihihihi. Okay, kann ich damit irgendwas benutzen? Die Trips, kann ich die feucht machen? Nein, dann wären sie ungenießbar. In der Tat. Vielleicht kann ich das Wasserglas auffüllen. Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Ist das jetzt sauberer geworden? Schätze ich auch nicht. Okay, das heißt, damit können wir eigentlich nicht wirklich was anfangen. Können wir Harvey benutzen? Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja Harvey fragen, weil ich meine, wir hatten schon lange nicht mehr dieses, ihr wisst schon, dass wir Harvey gefragt haben, ob er uns in die Vergangenheit Tempo morphen kann. Vielleicht kann er uns dabei helfen. So, Harvey mit. Okay, das geht nicht. Also müssen wir erst rein. Und los geht's. Und dann nehmen wir Harvey. Komm schon. Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Ja? Da kommt der nächste Ausgang. Okay, jetzt bereit machen. Schnell. Harvey. Geh zu unten. Nein. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Verdammt. Ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Ich bin... Da kommt der nächste Ausgang. Ich bin wieder irgendwie überfordert. Okay, gehen wir erstmal zum Ausgang. Und dann schauen wir nochmal. Wir bräuchten... Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, man braucht irgendwas Weiches, um unten zu landen. Wir kommen ja aber natürlich nicht runter. Und diese komischen Säcke sind ja alle mega schwer. Ich schäme mich so. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Du Arme. Okay. Nee. Okay, ich meine, ich stehe jetzt gerade wieder vor einem Rätsel. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, dass es weitergeht, worauf ich mich fallen lassen könnte. Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen kurz, aber bevor ich jetzt hier noch 3 Minuten rumstocke, ich stecke im Moment fest. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr denkt, dass es weitergeht und hoffentlich hilft mir das bei der nächsten Folge. Und bis dahin, tschö mit Ö.